Wenn auch du Ü40 bist, dann kennst du das Problem. Irgendwie verlierst du mehr Haare als früher und sie wachsen entsprechend auch nicht mehr so stark nach. Das ist leider ganz normal für unser Alter. Aber es gibt Hoffnung. Und zwar mit einer genialen Methode aus Australien von einer Medizinerin, von der ich sehr, sehr viel halte. Und alles, was du tun musst, ist ganz natürlich. Du machst es zweimal die Woche und du lässt eine Sache in deinen Shampoos komplett weg. Und schon nach wenigen Wochen wirst du erste Ergebnisse sehen, versprochen. Ganz viel Spaß dabei, ich zeig dir jetzt, wie es geht. Du benötigst drei verschiedene Öle. Bio-Kokosöl, dieses hier habe ich bei DM gekauft. Kokosöl wirkt leicht desinfizierend und sorgt dafür, dass deine Haarfollikel stimuliert wird. Ebenso Castor-Oil, Rizinusöl auf Deutsch, auch am besten in Bio-Qualität. Und den Oberkick gibt dann noch ätherisches Rosmarinöl in 100%iger Qualität, auch bitte Bio. Allesamt werden sie deinen Haarwachstum stimulieren. Für eine Kur brauchst du einen Esslöffel Kokosöl und da es ja normalerweise in fester Form ist, wenn nicht gerade 40 Grad draußen sind, musst du es einmal im Topf bitte schmelzen lassen. Dann gibst du dieses Kokosöl zusammen mit einem Esslöffel Rizinusöl in ein Glas oder in eine Schüssel und dann gibst du circa 4 bis 6 Tropfen von dem ätherischen Rosmarinöl, eben auch in Bio-Qualität, mit dazu. Rührst das einmal um, damit es eine homogene Masse ergibt. Und jetzt muss es nur noch abfüllen. Ich benutze hier einfach zum Beispiel so eine Shampoo-Reisegröße. Über einen Filter gebe ich das Öl jeweils in das Fläschchen hinein, dann einmal gut durchschütteln danach. Und das Schöne ist halt, wenn du diese Öffnung hast, die ich dir jetzt hier gleich nochmal zeige, dann ist es sehr, sehr gut portionierbar, wenn du dann Scheitel für Scheitel wirklich das Öl auf deine Kopfhaut gibst, um dann entsprechend mit der Massage anzufangen. Und das ist das nächste Kapitel, ganz, ganz wichtig. Du solltest wirklich mindestens 5 Minuten diese Ölmischung auf deine Kopfhaut hineinmassieren. Das Ganze solltest du circa 2-mal die Woche tun. Und das Gute ist, du wirst eine Haarstimulation deiner Haarfolliken relativ schnell feststellen können. Und wenn du dann auch noch was für deine Längen und für deine Spitzen tun willst, dann nimmst du einfach noch ein bisschen Kokosnussöl. Das musst du jetzt nicht extra nochmal aufwärmen. Das kannst du zum Beispiel einfach nur in den Händen reiben. Dann wird es ja auch flüssig. Und massierst das in deine Spitzen ein, während du dann wartest. Und das Ganze empfehle ich dir wirklich 2-mal pro Woche, mindestens 30 Minuten, maximal so 3 Stunden zu tun. Danach musst du auch wirklich 2-mal deine Haare shampoonieren, um das ganze Öl hinauszubekommen, sonst sehen deine Haare etwas fettig aus. Ja, und ich habe es dir ja versprochen, wenn du deine Haare shampoonierst, bitte sorge dafür, dass in deinen Shampoos kein Sodium-Laurett-Sulfat enthalten ist. Das lässt tatsächlich die Haarfollikel absterben, also hemmt das Haarwachstum. Dein Shampoo sollte am besten komplett sulfatfrei sein. Je mehr Sulfate, desto schaumiger beim Shampoonieren. Sulfate sind eigentlich bekannt aus Waschmitteln und da gehören sie auch hin, aber bitte bloß nicht auf unsere Kopfhaut. Tatsächlich nachweislich hemmen sie unser Haarwachstum und das ist ja genau das, was wir eben nicht möchten. Also unbedingt sulfatfrei waschen, auch übrigens Kokotenside oder Kokosulfate sind zwar ein bisschen besser, bleiben aber am Ende des Tages Sulfate. Es gibt ein Shampoo, was ich gefunden habe, was wirklich komplett sulfatfrei ist und das ist das Hafer-Shampoo von Weleda. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber am Ende geht es ja um deine Haarpracht. Und ich verspreche dir, wenn du das wirklich 2-mal in der Woche machst und dann sulfatfrei wäschst, wirst du sehr schnell Verbesserungen auf deinem Kopf feststellen können.